Servus Freunde und willkommen zu Let's Play Star Trek Online, also willkommen zurück zu Game Weeks, kurz gesagt. Ja, ich habe ja schon gesagt, wir spielen Star Trek. Diesmal nicht bei dem Let's Play Account weiter, sondern bei meinem privaten. Hoffe, das macht nichts. So, ich würde mal sagen, hören wir uns an, was der Typ hier zu sagen hat. Oder lesen wir uns das mal durch. Die Sensoren empfangen Energiesignaturen von Schiffen des Dalshia. Oh Gott, Romulaner. Von Commander Chief Olchi fehlt jede Spur, aber im Orbit orte ich einige Trümmer. Wir sollten in die Basis beamen, um mehr herauszufinden. Ja, continue. Ja. Ich gehe raus aus dem... Wie heißt das? Kommunikationsfenster. Und was sehe ich? Einen romulanischen Warper. Jawohl. Fängt ja schon wieder gut an. Ach, mach mal schnell weg, dann haben wir das Problem später nicht. Wie ist das laut? Was? Komm! Kassier! Meine Fußschulter! Ja, sicher. Jawohl, schwerer Blasbauer-Peter, den mag ich ja immer so. Letztes Mal. Ja, folgt meine Waffen aus. Sehr schön, super. Das ging gerade noch mal gut. Ja, komm. So. Okay. Hat ja auf Anhieb funktioniert und das Spul ist wirklich etwas zu laut, jedenfalls die Effekte. Werde ich nochmal schnell runter regulieren. So, Audio, FX-Lautstärke 100%, tun wir das auch mal so auf die 50-40 herum. Wo ist der Umgebungslautstärke? Vielleicht auch ein bisschen runter. So, anwenden. Okay. Mal schauen, eventuell haut es uns beim nächsten Kampf ja wieder die Ohren weg. Er gesagt mir. Nochmal. Boah, es ist... Boah. Okay, vielleicht geht das auch ohne der Combat anfangen müssen. Weil mit so viel nehme ich es zugleich nicht auf. Da muss ich... Ja, sicher. Sicher, jawohl, ich muss mich mit denen anlegen. Ja, sind ja nur zwei. Mhm. Zwei reichen, um das Schiffsfach matt zu setzen. Ich habe ja mit einem der schon Probleme. Das wäre eine Darmvorrichtung ziemlich praktisch, aber wie es aussieht, müssen wir uns mit diesen einen anlegen hier. Jawohl, zwei Treffer und wir haben wieder keine Hülle mehr. Wegen den verdammten Romulaner da. Oh Gott, das geht schief. So, Schlachtschiff, der Defunklasse, ja. Das macht es schon. Glaube ich jedenfalls. Weil Romulaner sind so verdammt scheiß unfair. Auf jeden Fall, aber viel. Ja, schwerer Mucke, warte, das kriegst du aufs Maul, Herr Kollege. Jetzt hat er provoziert, jetzt.
Jetzt gibt's Schläg. Ja sicher, 33.000 Türenpunkte Schaden. So, das Schlachtschiff Typhoon geht. Alles weg, super. Ja, das ist leicht unfair. Aber nur leicht. So, wo sind die Cheater? Müssen wir sie wegmachen. Alle. Töten. Okay. Offensichtlich ist der Warbird gerade draufgegangen. So, wie viel Hülle hat der? Na komm, Hülle anzeigen. Na, okay. Diesmal bin ich Herr Kollege, nicht du. Diesmal läuft die gesamte Sache anders ab, Herr Kollege. Genau, betreib selektive Selbstzerstörung. Was scheiß nach der Stahlmine! Uff, verpisst euch! Oh je. Aber noch unfairer geht nicht mehr. Oder? Doch, die Wart war auch. Das ist so ein Mini-Jäger mehr Hülle als mehr Schief. Also, schätzungsweise 300.000 Tönpunkte. Ein Mini-Jäger. So, zur Basis beamen. Das wird sowas von schief gehen. Na komm, lade. Es ist übrigens eine Foundry-Mission. Also eine Mission, was ein anderer Spieler gemacht hat. Deswegen sind die Ladezeiten etwas länger. Ich weiß nicht, wie rausschneiden, lohnt sich das eigentlich? Naja. Rausschneiden würde sich schon lohnen, nur ich weiß nicht. Ist zu viel Arbeit und ich muss und hab dann wieder Probleme, den gesamten Krempel synchron zu kriegen. Obwohl, naja, geht jedenfalls schneller als vorher. Als vor dem Update. So. Wo sind wir jetzt? Da. Schau, da ist eine Konsole. Suche nach Hinweisen, ja sicher. So, interagier schneller. Nenn ein paar Frachtlisten. So, Nahrungsmittel, medizinische Güter, Lebenserhaltungssysteme, nichts Besonderes. Continue. Entschuldigung, falls ich vorher das Textfeld überklickt habe. Angewohnheit. So, es sind ja nur ein paar. So, Granaten immer böse. Übrigens, ich habe Crewmitglieder auch, nicht nur mich durchgehend angreifen. So, der nächste will auch noch kassieren. Okay, hab gedacht, ist jemand umgefallen von mir. Oh, komm. Nix da mit Granaten dich hauen. Das macht man nicht. Das ist ziemlich böse. Ah, du kassierst auch. Und auf den tust du es sicher auch nicht mehr. Was haben wir denn hier? Eine Konsole. So. Wer will, wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ihr habt noch nicht, ihr wollt nochmal. So, stirb. Du auch. So. So, Ulan. Oder ja, Ulan. Mal sehen, oder? Welche Daten wir hier bekommen. Datenbank, du. Was ist mit euch? Was macht der hinter uns? Was? Subcommander, was macht der hinter uns? Ah, was? Das ist ja auch gerade umgefallen. Das ist... Mann.
Naja, interagieren. Interagier schneller, Herr Kollege. Ah, diesmal steht gar nichts. Schade. So, Gegenstände nehmen. Zeug zum Verkaufen bzw. den Replikator zum Füttern geben. Sicherheitscode. War das mit dem Sicherheitscode? Nehmen wir mal den ersten. Wöchentlicher Bericht von Subcommander Drillers. Die Föderation und die Klingonen verhalten sich bisher friedlich. Aha. Die Versuche, Titan für unsere Ziele zu überzeugen, sind bisher gescheitert. Wir müssen wohl zu härteren Maßnahmen greifen, um Titan zu zeigen, dass er ohne uns nicht überleben wird. Obisek kümmert sich um seine Anhänger. Unser Kontaktmann bei den Remanern wurde bisher nicht entdeckt. Bisher halten sich die Tullianer zurück, aber ich habe den Verdacht, dass sie irgendetwas planen. Wir sollten sie im Auge behalten. Ende des Berichts. Jawohl. Suche nach Hinweisen. Da waren aber noch andere Berichte, oder? Hätte gern alle gelesen, aber ja, passt schon. So, Ulan. Du bist der Erste, der stirbt. So. Auf jeden Fall Verstärkung anfordern. Habe ich noch nie gebraucht. Vor allem, weil der Button bei mir immer ausgegraut ist. So. Ich brauche Leben. So. Oh. Ja, schau, immerhin ist aufgetaucht. Jawohl. Okay, warum liegt ihr zwei am Boden? Für Schlaf ist später Zeit. Übrigens, das immerhin ist deswegen aufgetaucht, weil ich es als Bodencrew zugeteilt habe. Ihr habt noch einen zweiten medizinischen Offizier dafür vorgesehen, aber der ist irgendwie nicht mit aufgetaucht. Naja, kann mal passieren und mal schauen. So, wer will hier nochmal oder ist da jemand? Tatsächlich sind da Leute. Naja, erstmal interagieren. So, was haben wir denn hier? Wollt ihr Stress haben? Ja, früher oder später schon. Besser früher statt später. Stirb! Bam! Oh je, Talaron-Drohne. Talaron-Drohne böse. Talaron-Drohne ist böse. Na komm, so viel kann man ja nicht fressen, oder? Offensichtlich schon. Vor allem schieße ich durchgehend daneben. So, steh wieder auf, wir schlafen bis später Zeit. Warum liegst du herum? Auch müde? Und wo ist der letzte Typ? Ah, da vorne. Der wird ja auch schon wieder aufgestellt. So. Sicherheitscode, nehmen wir mal den zweiten. Bericht Verhör von Gefangener 4008, ja. Der Gefangene weigert sich zu erzählen, was er in unserem System zu suchen hatte. Unsere Informationen im Senat zufolge war seine Mission nicht abgesegnet. Er ist also allein und wir brauchen nicht zu befürchten, dass man in naher Zukunft nach uns suchen wird, sagt wer. Wir gehen davon aus, dass wir beim nächsten Verhör von Gefangener 4008 mehr Erfolg haben werden. Ende des Berichts. Ja, super. Suche nach Hinweisen? Sicher, gerne. Was haben wir denn hier? Hier ist ja schon der Erste. Wird ja sogar hervorgehoben. Nein, nicht schießen! Okay. Gott sei Dank hat die Kiste überlebt. Beziehungsweise jetzt haben wir die Kiste erschossen. Na gut, geh mal weg da. So. Da leuchtet noch was. Okay, aber diesmal nicht die Kiste erschießen, bitte. Kiste erschießen ist immer eine blöde Idee. So. Nur bei... Ja, sicher. Und warum sind jetzt auf einmal wieder rote Punkte aufgetaucht? Da muss ich... Okay, da muss ich rein. So. Der will... Hat noch nicht und will nochmal.
Centurion, was ist los mit dir? Was ist mit du? Da, Fresse! Antiprotonen! Talaron gleich böse! Talaron ist eine Waffe, die jeden instant killt. Warum killt sie nicht die, die sie abfeuern auch? Ja, ist ja klar, hat Freund Fanterkennung. Talaron-Drohne, böse! Heilen! Auf jeden Fall, wer ist jetzt zu mir gebeamt worden? Okay, Sanitäter. Alter, wo schießt du hin? Der Typ lebt nicht mehr. Da steh wieder auf, nieder. Alter, bist du bescheuert? Vor dir schwebt so ein Ding und du knallst es nicht ab. Na komm, Sanitäter. Stell meine Leute wieder her. Da, schau, genug Leben zum Heilen. Guck, hier steht einer, da steht auch einer. Mann, bist du faul. Ja, sicher, erstmal gegen den Computerkern schießen. Jawohl. So, kommt ihr jetzt oder muss ich euch holen? Ich glaube, ich muss euch holen. Wieso hat der Fall mal wieder Half-Life? Oh oh, Talaron sucht ohne böse. Jetzt hör auf mich zum Ballern, du scheiß fliegendes Messer-Dingsbums da. Ah, sicher, jo. 429 schon. So, respawn der Typ, wenn er sich runterschossen. Ja, nix da drumdrücken drauf. Rumdrücken ist böse. Und du schießt schon wieder den Computerkern. Nicht Computerkern angreifen, der hat dir doch nichts getan, oder? So, jetzt mal weiterkämpfen, ich hol Infos. So, jetzt haben wir da. Was? Wo kommst denn du her? Na warte, für dich habe ich aber noch was. Komm. Ja, sicher. Warum verliert er kein Leben? Ah, du da doch. Jetzt. Jawohl. So. Na denn, Daten untersuchen. Noch einmal. Daten verschlüsselt. Bitte Sicherheitscode eingeben. Dann gehen wir halt den anderen an. Wir haben es, Sir. Commander Chief Wall wurde getötet, als er vom Dalshire verhört wurde. Ja, super. War irgendwie klar. Wir konnten Daten über das Verhör aus den Datenbanken herunterladen. Diese Informationen sollten sofort an die Sterne ja, weitergeleitet werden. Mit dem Download wurde ein Störsender aktiviert und der Blogen. Ja, dann halt Störsender deaktivieren. Ja, sicher. Wo kommt sie her? Das ist doch kein Schiff in der Umlaufbahn, oder? Bravo, es ist wieder so ein OP-Commander, den man nicht umbringen kann. So, Talaron sucht Drohne, nix da. Wieso kann mein Emma hin sterben? Ich schieße aber auch gerade wie eine alte Oma. Du mir wetten, dass ich drauf gehe? Du mir wetten, dass ich drauf gehe, bevor der drauf geht? Wetten wir. Ja, Talaron-Suchdrohne! Das ist ja verdammte Scheiße. Ja, alle tot, super! Was kennt sie eigentlich außer sterben? So, jetzt töten wir die! Centurion-Arzt, geht drauf und heil ihn nicht durchgehend. Haben wir dann ja sicher mit von was bin ich jetzt wieder getroffen worden? Talaron Suchdrohne Krepier. Talaron Waffen sind verboten.
So, Commander, es muss nur noch du krepieren. Aber nein, der hat da 30.000 Leben und was weiß ich nicht da alles, der geht einfach nicht so schnell drauf. So, zum Schiefbeamen jetzt. Ne, erstmal mitnehmen, was der da hat. Störsender deaktivieren, jawohl. Sollst dann wahrscheinlich noch im Weltraum eine Runde battlen. Oder? Ne, gar nicht. Nee, du kriegst meine Meinung nicht. So. Ich sag dann mal, danke fürs Zusehen, Zuhören. Keine Ahnung, was ihr nebenbei macht. Hoffe, ich hatte euch wieder gefallen und tja, abonnieren, favorisieren, liken, teilen. Haltet die Ohren steif, Kollegen. Ciao.